Wir befinden uns hier am Eingang des wunderbaren Rosariums in Sangerhausen. Die Landkreishauptstadt sozusagen des wunderbaren Landkreises Mansfeld-Südharz. Geprägt durch Strukturwandel in den letzten 100 Jahren ist hier unglaublich viel passiert. Den Menschen wurde unglaublich viel abgefordert. Aber es ist natürlich auch ein Landkreis, der unheimlich schön ist. Der Landschaft hat, der Geschichte haucht, der im Grunde um alles verbindet, was Deutschland so schön macht. Wenn wir hier einfach mal schauen mit Sangerhausen, der Kreisstadt, im Zentrum der Stadt haben wir natürlich auch überall Themen. Lutherstadt Eisleben, dort ist Luther geboren und ist er gestorben. Dort ist ein Hotspot derer, die jetzt in diesem Jahr, im Lutherjahr 2017, hier hinkommen. Wir haben natürlich auch den Strukturwandel im Mansfeldischen, Bergbau. Zehntausende Menschen waren da beschäftigt. Zehntausende mussten sich neu orientieren. Es wurde umstrukturiert. Hier liegt Helbra, der sogenannte größte Dorf der ehemaligen DDR mit 10.000 Einwohnern. Alles Strukturwandel. Strukturwandel, der Unterstützung bedarf, der liberale Gedanken braucht, der im Grunde keine Grenzen braucht, sondern der Dinge nach vorne definieren muss. Aber es ist eben auch erfolgreiche Wirtschaft. Stahl- und Walzwerk Hettstedt, MKM im Augenblick, eine wirklich erfolgreiche Geschichte dessen, was eben auch wirtschaftlich geht. Es geht was in Mansfeld-Südharz. Aber dann auf der anderen Seite hier in diesem Südharz-Bereich die Thematik natürlich der Historie und der Natur. Wir haben hier wunderbare Landschaft, wir haben die Wipraer Talsperre, wir haben Kelbra und andere kleine Themen, wo wir einfach sagen müssen, das ist landschaftlich so schön. Und ich glaube, dass Mansfeld-Südharz in seiner Gesamtheit unglaublich viel bewegen kann. Die Menschen wollen es und es müsste die Strukturen dafür geschaffen haben. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum Mansfeld-Südharz im Ranking in Deutschland so weit hinten steht. Ich glaube, Mansfeld-Südharz hat Zukunft und wir Liberalen wollen dafür was tun.